Und ich so, ey, Bruder, fahr mal ein bisschen langsamer. Du weißt, ich habe ein Ei auf dem Reifen und so, also so, ne? So gleich, dieses Auto ist auch kaputt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Nordkirchen, ich zeig euch mal auf der Landkarte, wo das ist. So, das hier ist das Schloss Nordkirchen. Die Räumlichkeiten, wo man Unterricht hatte, hier und hier. Und hier hast du schlafen können. Hier waren auch ein paar Leute untergebracht. Aber das kam immer drauf an, in welchem Abschnitt du warst. Jemand schreibt, was für Unterricht? Steuerrecht. Richtig, richtig ekelhaft hartes Steuerrecht. Es gab aber auch noch das Sundern. Und hier sind die großen Parkplätze, wo man immer geparkt hat. Das ist hier Nordkirchen, okay? Das ist Nordkirchen hier. Und hier war das Sundern. Und hier hast du auch Unterricht gehabt. Hier in den Gebäuden und hier in den Gebäuden. Digga, das in dieser Mitte gab es auch nicht, die Gebäude. Das haben die auch neu gemacht, Digga. What the fuck? Jemand schreibt, willkommen in Hogwarts. Bruder, genauso wie in Hogwarts habe ich mich gefühlt. Ich schwöre dir. Und ihr müsst euch vorstellen, hier war die Mensa, hier ist eine Turnhalle, Sporthalle, okay? Und wenn man so rauszoomt, guck mal, das ist Nordkirchen, okay? Wenn ich jetzt so rauszoome, da ist einfach gar nichts, Bruder. Gar nichts. Hier ist einfach nichts. Guck mal, wie weit ich rauszoomen muss, damit du Münster siehst. Das heißt, du musst bis nach Münster fahren, um was zu erleben. Und jetzt überlegt euch mal. Du bist vom Montag bis Freitag da und du hast kein Leben. Was macht man? Man macht Fete. So partymäßig. Wo macht man das? In Münster. Und wo macht man das? An welchem Tag macht man das? Mittwoch. Warum macht man das mittwochs? Weil es Mitte der Woche ist. Und wir haben das immer Bergfest genannt. Das waren diese Bergpartys. Warum Berg? Weil wir haben so gesehen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Genau, du bist in der Mitte des Berges am Mittwoch. Ja, es war Dorfparty, ja, aber ich war oft Fahrer. In so Münster keine Dorfparty. Münster ist abgegangen. Studentenstadt hoch 10, wir sind alle mittwochs feiern gegangen. Also die meisten Studenten gehen mittwochs feiern. Ich war oft Fahrer und wir hatten bei uns einen Bruder und der Bruder heißt Elvis. Elvis war ein sehr korrekter Dude und mein Freund. An dieser Stelle, Elvis, Bruder, nicht aus den Augen, aus dem Sinn, lange nicht gesehen. Grüße gehen raus. Vielleicht, inshallah, du siehst das. Und Du merkst, ich habe nicht vergessen unser wildes Abenteuer. Unser wildes Abenteuer. Auf jeden Fall, Elvis war 2 Meter groß und richtig breit, okay? Elvis war richtig stabil. Auf jeden Fall waren wir in Münster und zu dem Zeitpunkt war Elvis noch nicht mein Freund. Ich hatte mit ihm nichts zu tun. Man kannte sich, hallo, tschüss, das war's. Okay? Die sind ins schwarze Schaf gegangen in Münster. Gibt's hier Leute aus Münster? Kennt jemand das schwarze Schaf? Jemand schreibt, was geht, Bro? Ich bin's Elvis, du kannst ruhig Bild zeigen. Guter Versuch. Richtig ranziger Schuppen, Digga. Richtig ranziger Schuppen. Wir sind im schwarzen Schaf und ich habe nichts getrunken, weil ich... Nee, warte mal. Wir sind mit Bussen dahin gefahren. An dem Tag war ich nicht Fahrer. Wir haben so diese Fahrten organisiert. Das war nicht so spontan feiern gehen. Das war richtig, jeder gibt Geld. Man organisiert sich 2 Reisebusse, alle Mann rein, paar hundert Leute oder so. Keine Ahnung, 100 Leute, 150 Leute, keine Ahnung. Und ab mit diesen Bussen dahin, okay? Und die haben uns dann nur eine bestimmte Zeit wieder zurück nach Nordkirchen gebracht. Und Elvis, also wer wollte, konnte mit seinem eigenen Auto nachfahren. Und das haben wir gemacht, damit die Leute nicht... Also damit die Leute trinken können, damit kein Auto fahren muss. Und ich bin mit dem Bus. Ich bin ein einziges Mal mit dem Bus dahin gefahren. Ein einziges Mal. Und zwar mit Auto. Und an diesem Tag, ich bin mit dem Bus dahin gegangen. Und Elvis ist mit dem Auto. Und Elvis war so ein Typ, oder ist so ein Typ, mir ist scheißegal. So, ihm war vieles scheißegal. Er hat einen super, super netten Charakter, super süßer Typ. Aber er so ein Typ, so juckt mich nicht Typ. Weißt du, wie ich meine? Und wo hat er dann geparkt? Der hat mitten in der Innenstadt, Leute werden jetzt wissen, wenn du vom schwarzen Schaf raus rechts runter zur Hauptstraße, da ist ja diese Bushaltestelle und links davon sind Taxistände. Und der hat auf diesen Taxiständen hat der geparkt. Okay, also hat sich hingestellt. So, jetzt steht er da und wir sind alle im schwarzen Schaf drin. Und die Leute rasten aus, tanzen auf Tischen, Stühlen, dies, das, kippen sich ein nach dem anderen hinter der Binde. Und ich mittendrin, okay, und ich habe gar keinen Bock auf mein Leben. Ich wurde immer überredet. Ich wollte nie feiern gehen. Ich bin noch sehr selten in meinem Leben feiern gegangen. Wirklich sehr selten. Auf jeden Fall, ich bin einfach da, nüchtern, habe nicht getrunken. Und Digga, so für mich ist so, hä?
Und ich bin extra mit dem Bus dahin gefahren, damit ich was trinken kann. Hatte aber noch nichts getrunken. Ich war maximal 15, 20 Minuten drin und hatte noch nicht getrunken. Und wie ich euch schon mal erzählt habe, war ich immer, wenn ich irgendwo war, Schule, Studium, sonst wo, sozial engagiert. Und auch in Nordkirchen war ich im Senat. Und dann konntest du wichtige Entscheidungen, die Fachhochschule betreffen, so wirklich wichtige Entscheidungen, richtig mit Professoren, alles drum und dran. Jeder hat eine Stimme und du hast auch eine Stimme. So konntest du dich reinwählen lassen und mitentscheiden, okay? Und das habe ich gemacht. Gleichzeitig war ich auch noch in der Studierendenvertretung. So. Und deswegen mussten wir oft so Treffen abhalten, wo wir die Studenten informieren. Dafür haben wir dann immer Teller gekauft, also Pappteller, Pappbecher, Kekse, Getränke. Und eines Tages, das müsst ihr jetzt wissen, damit ihr wisst, warum ich in diesem Club zu dieser Situation gekommen bin. Also die Club-Sache, ich bin jetzt im Club nachts, okay, stellt euch das vor, das tut ihr zur Seite. Kurzer Zeitcut, wir gehen 2-3 Wochen zurück. Wir haben so eine Veranstaltung und da ist ein Mädchen und die musste das alles kaufen. Und sie kauft das alles, packt das ins Auto, fährt dort, wo diese Veranstaltung sein wird, in der letzten Stunde vom Unterricht, also von den Vorlesungen, hat sie freigekriegt, um das vorzubereiten, fährt sie dorthin. Und was macht sie? Sie macht die Tür zu und vergisst Schlüssel im Auto. Alles, Getränke, Kekse, alles ist im Auto, Tür ist zu. Und diese, oh shit. Madeleine, fragt sie. Immer diese Leute, die triggern mich, Land. Die so schreiben darunter, die Geschichte ist gelogen. Ich habe letztens meinen Lebenslauf unter meinem Video geschrieben, extra so kommentiert, dick, Highlight mit anpinnen. Geh, guck, fragt diese Leute. Als ob es davon 1000 Stück gibt. Wie viele Leute beim Finanzamt, die Elvis heißen, gibt es aus NRW? Wenn ihr draus fragt, wird genauso 1:1 bestätigt werden. Auf jeden Fall so. Madeleine hat Tür zugemacht, Essen ist im Auto. Und sie denkt sich so, der Einzige, der mich jetzt retten kann, ist Attila. Sie kommt in die Vorlesung, klopft, Tür auf. Der Dozent sagt so, ja, was wollen Sie? Und die sagt so, ja, kann ich kurz Attila sprechen und so. Ich gehe raus. Dann sagt sie so, ja, das und das, wir haben gleich ja diese Besprechung und ich habe das alles eingekauft und das ist alles im Auto, ich habe Schlüssel drin vergessen, ich habe zugemacht, was soll ich jetzt machen? So, und ich sag zu ihr so, hat dein Auto Pinöppel, also diese Stifte, die rausgucken, wenn du dann zumachst. Heutzutage ist ja alles Funk, da zeigt ihr so Stift oft nicht mehr raus. Und wenn, dann geht der komplett rein so. Aber früher bei den Autos war das ja so, dass offen, zu, okay? Ich sag so, hat dein Auto diesen Stift in der Tür? Sagt die ja. Ich sag, geht der komplett weg, wenn du zuschließt? Sagt sie, ich weiß nicht. Ich sag, lass mal gucken gehen. Wir gehen gucken. Die hatte so ein richtig Asbach-uraltes Auto, okay? Wir gehen dorthin und tatsächlich dieser Stift guckt so raus, obwohl Autotür abgeschlossen ist. Und ich so, okay, 5 Minuten, das Auto ist offen. Und die so, wie? Und ich sag, chill, ich habe letztens YouTube-Video gesehen. Und wallah, das war genau so. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wie jemand mit seinem Schnürsenkel dieses Auto geöffnet hat. Digga, ein Kommentar hat mich jetzt echt überrascht. Ein Kommentar hat mich sehr überrascht. Von bei16. Aber egal. Auf jeden Fall, passt auf. Das geht jetzt, dieser Lifehack ist für euch alle. Dieser Lifehack ist für euch alle. Der ist krank. Wallah, der ist krank. Aber das geht leider nur bei alten Autos. Ich zeige euch jetzt ein Video. Der macht das nicht mit einem Schnürsenkel hier, aber das geht mit einem Schnürsenkel. Auto ist zu, okay? Guck mal jetzt. Guck, er hat einen Faden in der Hand. Du machst eine kleine Schlaufe in die Mitte. Genau von diesem Schnürsenkel in die Mitte machst du einen Knoten, so dass kleine Schlaufe rausguckt. Das heißt, der Schnürsenkel geht so, macht so eine kleine Schlaufe, wieder zurück. In der Mitte ist also so eine runde Schlaufe, okay? Jetzt passt auf. Du ziehst an der Seite, an dem Fenster, oben drückst du diesen Schnürsenkel oder den Faden rein. Dass der, seht ihr das? Der ist jetzt hier auf der anderen Seite, innen drinnen. Und hier ist diese kleine Schlaufe. Und jetzt müsst ihr diese Schlaufe genau positionieren auf diesem Pinöppel. Da, der hat den gerade draufgesetzt. Da ist die Schlaufe. Seht ihr das? Da. Der setzt den drauf. Okay. Und jetzt zieht er das auseinander und diese Schlaufe wird kleiner, kleiner, kleiner und beißt sich an diesem Stift fest. So, und jetzt hast du den fest. Und jetzt kannst du so links und rechts ziehen, festziehen und hochziehen und dann ist die Tür offen. Das ist ein krasser Lifehack. Ich hab's euch versprochen. Und ich habe zufällig ein Video gesehen, paar Wochen vorher, wie jemand das genauso gemacht hat. Okay? Paar Wochen vorher. Und ich sag zu ihr, guckt der da raus? Und sie sagt, ja. Und zack, ich nehme meinen Schnürsenkel raus, mach da eine Schlaufe rein, zieh den so tick, 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 tick rein, tack, zick, Tür offen. Und die so, was? Und so krass. Und das hat sich wie ein Lauffeuer
Guck mal, hier, Max SL956 schreibt, ich bin Pole, ich kannte das vorher schon. Dieses Video, was ich gesehen habe, war auch von einem Polen. Das war von einem Polen, das Video, was ich gesehen habe. Wie du diese Autotür knacken kannst, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Schreibt einfach Schnürsenkel Auto, das Video, was wir gerade gesehen haben, in YouTube, dann findet ihr das. Ganz Nordkirchen wusste dann, okay, der Kenneck, der Türke, kann Autos knacken. Wir springen wieder in diese Clubszene. Das war Cut, für Hinterkopf behalten. Wir sind jetzt in Münster in diesem Club. Elvis kommt mit seinem Auto und parkt auf dem Taxistand. Schließt das Auto ab. Geht ins schwarze Schaf. Merkt drinnen, dass ihm warm ist. Will seine Jacke aber nicht in der Garderobe abgeben. Ich weiß nicht warum, aber er wollte es nicht. Vielleicht einfach nur, weil er sich dachte, what the fuck, warum jetzt soll ich 2 Euro bezahlen oder so, keine Ahnung. Auto steht ja 50 Meter entfernt. Er läuft zum Auto. Und auf seinem Auto ist ein Knopf nur für Kofferraum. Er hat seine Hände in der Jackentasche, drückt auf den Kofferraumknopf, zieht seine Jacke aus, schmeißt seine Jacke in den Kofferraum, macht die Kofferraumklappe zu. Er denkt sich, scheiße, der Schlüssel ist in der Jacke. Er versucht, es geht nicht. Er wieder ins schwarze Schaf rein. Wo ist Attila? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt damals zu dem keinen Kontakt, also nur so Hallo, Tschüss. Man hat sich in der Mensa ab und zu getroffen oder auf dem Hof, aber ich hab mit ihm so sonst keinen Kontakt gehabt. Aber er hat in seinem Kopf, Attila hat ein Auto geknackt vor ein paar Wochen hier auf dem Gelände. Ich frag ihn. Er kommt jetzt mitten auf der Tanzfläche. Ihr müsst euch vorstellen, ein 2 Meter großer, dunkelhäutiger Typ, breit, kommt und sagt so, Attila, ich muss mal mit dir reden, komm. Und ich denke mir so, okay, what the fuck. So, ich gehe raus. Er sagt zu mir, Bruder, du musst mich retten. Und ich dachte jetzt gleich, vielleicht so letzte Stunde hat geschlagen, so. Ich komme so raus mit ihm, so was los. Und er sagt so, Bruder, du musst mir helfen. Und ich denke so, okay. So, ich sag so, was passiert? Ja, mein Auto, ich habe meine Jacke rein, Schlüssel ist drin. Wir gehen das Auto gucken. Sein Auto ist mit Funk. Also Fernbedienung, da ist auch kein Pinöppel, gar nichts. Ich sag, Elvis, Bruder, ich kann dir nicht helfen. Er sagt so, ja, scheiße, was machen wir jetzt und so. Dann habe ich irgendwo ein Dings klar gemacht, eine Kleiderbügel, aber aus Draht. Kennt ihr diese Drahtkleiderbügel? Hab das verbogen, dass der so einen Haken hatte. Hab seine Tür so ein bisschen nach vorne zurückgebogen, so ganz leicht. Hab das reingeschoben und wollte mit diesem Haken so die greifen, dass das hier der zum Aufziehen, der Hebel, okay? Und das so hoch aufziehen, damit ich die Tür aufkriege. Ich hab halbe Stunde versucht, dass das genauso da reingreift. Am Ende, ich hab's hat gegriffen. Ich zieh, das Teil zieht sich nach hinten. Tür öffnet sich nicht. Ich mach nochmal, Tür öffnet sich nicht. Ich guck Elvis an, ich sag so, Bruder, warum funktioniert das nicht? Ja, wir haben dann den ADAC angerufen. Und der ADAC hat am Telefon schon gesagt, bei diesen Funkautos, wenn du von außen das Auto verschließt, dann nimmt der auch diesen Hebel von innen außer Kraft. Das heißt, du kannst auch von innen das dann nicht mehr so aufmachen. Ich so, fuck. Und Elvis hatte kein ADAC. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe ADAC, ich kenne ihn aber nicht so gut. Ich habe gesagt, ich rufe für dich die ADAC auf meine Kappe so. Kein Problem. Ich habe die angerufen, die sind gekommen. Der Typ versucht mit diesem Ball und Luft und alles drum und dran. Er versucht. Und es funktioniert nicht. Er kriegt das Auto nicht auf. Er sagt, wir sagen, was muss man jetzt machen? Sagt er, ja, Scheibe einschlagen. Entweder abschleppen lassen, zu dem Hersteller bringen oder Scheibe einschlagen. Sagt er, glaub mir, Scheibe einschlagen wahrscheinlich günstiger. Und Elvis so, Bruder, ich kann nicht Scheibe einschlagen, das wird reinregnen, ich krieg Probleme. Sag, ja, fuck, Digga. Fuck, was sollen wir machen? Abend ist auf jeden Fall schon mal gelaufen. So, ich sag, Elvis, hast du noch einen zweiten Schlüssel? Er sagt, ja. Ich sag, wo? Sagt er, bei meiner Mama. Zu Hause bei mir. Ich sag, wo wohnst du denn? Stellt sich raus, der Bruder wohnt 200 Kilometer entfernt. 200 Kilometer. Waren das insgesamt 200 oder 200 pro Strecke? Ich mach mal jetzt hier Route. 158 Kilometer. Also das ist eine 300 Kilometer Strecke. Ich sag, ja Bruder, was sollen wir jetzt machen? Der ADAC-Typ hat das Auto schon mal abgeschleppt, aber nur gegenüber auf die Straße. Weil der scheint ja auf dem Taxiplatz. Er kriegt Probleme. Wenn die Taxen da ankommen und so, er muss da weg. Elvis sagt so, ja, danke schön, Bro, du hast schon alles getan und so, du hast auch ADAC gerufen, du hast alles versucht und sonst was. So, ich küsse dein Herz. Aber das ging mir irgendwie jetzt, ich bin ja schon drin in der Sache so. Ich kann jetzt nicht einfach gehen und Party machen. Wir sind mit dem Bus zusammen nach Nordkirchen zurückgefahren, eine Stunde. Haben dort mein Auto abgeholt, sind in mein Auto eingestiegen. Das war ein Fiat Punto, ein kaputter Fiat Punto. Und bei meinem Reifen vorne
Da war eine Stelle gerissen und da kam so eine Beule. Ich konnte nicht so schnell fahren mit diesem Auto. Und dann sind wir mit dem Auto von Nordkirchen 150 Kilometer zu ihm nach Hause, haben seinen Ersatzschlüssel abgeholt. Wir haben uns noch kaputt gelacht auf der Fahrt. Wir waren ja keine Freunde. Das war der erste Abend, wo wir überhaupt irgendwas zusammen so wirklich länger als Hallo, Tschüss geredet haben. Und ich so, ey Bruder, fahr mal ein bisschen langsamer. Du weißt, ich habe ein Ei auf dem Reifen und so. Also so, ne? So gleich dieses Auto ist auch kaputt. Wir haben es geschafft bis zu ihm nach Hause. Haben den Schlüssel genommen. Sind zurück nach Münster. Haben sein Auto genommen. Und von Münster wieder nach Nordkirchen. Und als wir angekommen sind, war die erste Unterrichtsstunde schon vorbei. Ja, die ganze Nacht ist vorbei. Unterricht hat schon morgens angefangen und eine Stunde ist schon vorbei. Wir kommen zur zweiten Stunde jetzt, okay? Und der ist im Nachbarlehrsaal von mir. Er geht bei sich rein, ich gehe bei mir rein. Und er geht rein. Ich weiß noch nicht, was sie zu ihm gesagt haben. Ich gehe so bei mir rein und der Dozent sagt schon zu mir so, ja, einen schönen guten Morgen, Herr Kutbay. Ja, ich sag, guten Morgen. Na, wilde Nacht gehabt? Und ich denke mir so, hey, what the fuck? Und dann hatten die natürlich alle anderen im Lehrsaal, die das mitgekriegt haben, die haben sich ja selber alle totgelacht, dem erzählt, dass wir dorthin gefahren sind und dass den Schlüssel geholt haben, zurückgekommen sind. Und anstatt, es gibt, also beim Finanzamt ist das so, also beim Studium in Nordkirchen ist das so, du kriegst richtig Ärger, wenn du einfach so wegbleibst. Du kannst nicht einfach so wegbleiben. Das ist so, wie wenn du vom Dienst wegbleibst. Der hätte uns richtig hops nehmen können, aber der Dozent war mega korrekt und der so, ja, ich habe das schon gehört und so, den Trip, den sie da hinter sich gebracht haben und so, alles gut. War eine coole Aktion und so, setzen sie sich hin und so, aber jetzt passen sie bitte auf.